Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Japanisch. Vielen Dank für euer tolles Feedback zum Curry-Video, hat mich sehr gefreut. Und viele von euch wollten wissen, wie man die Miso-Ramen kocht. Und hier habt ihr sie. Dann fangen wir mal mit den Zutaten an. Natürlich die Nudeln. Diesmal habe ich Nudeln ohne Ei genommen. Etwa 80 bis 100 Gramm dürften reichen. Wenn ihr keine asiatischen Nudeln findet, könnt ihr auch gerne Spaghetti nehmen. Was bei Miso-Ramen nicht fehlen darf, ist die Miso-Paste. Ich habe hier helle Miso genommen, etwa 1,5 bis 2 Esslöffel. Für die Suppe brauche ich noch die Gemüsebrühe. Die nötige Menge steht meistens auf der Verpackung. Diesmal so viel für 400 ml Wasser. Auch wenn ihr etwas zu viel oder zu wenig davon nehmt, ist es nicht so schlimm. Sojasauce, etwa 1 bis 1,5 Esslöffel. Knoblauchpulver, etwa 1,5 Esslöffel. Ein Tofu. Spitzkohl, weil ich Spitzkohl mag. Karotten, weil ich Karotten mag. Sesamöl, etwa 1 Esslöffel. Bambussprossen, vielleicht eine Handvoll. Mehr oder weniger, das entscheidet ihr. Gerösteter Sesam, etwa 1,5 Esslöffel. Ich sage, es gibt nicht zu viel Sesam, aber das hängt von eurem Geschmack ab. Für eine Portion braucht ihr etwa so viel. Diese Zutaten werden grob geschnitten. Und nun zur Suppe. Für eine Portion braucht ihr ca. 400 ml Wasser. Wenn das Wasser heiß wird, heißt es dann Brühe rein, die Hälfte vom Knoblauch rein, Miso-Paste rein und dafür sorgen, dass die Miso-Paste sich schön auflöst. Und am Ende noch die Sojasauce. Dann die Suppe einfach köcheln lassen. Achtet darauf, dass sie nicht brodelt. Und dann geht es weiter mit den anderen Zutaten. Sie landen in der Pfanne. Sesamöl erhitzen. Dann der Tofu und die Karotten. Sie werden gebraten, bis sie leicht goldbraun werden. Dann kommt der Spitzkohl an die Reihe. Wurde der Spitzkohl hineingemixt, kommt der Rest vom Knoblauch rein und dann eine Prise Salz. Etwa so sieht es gut aus. Währenddessen könnt ihr auch die Bambussprossen zubereiten. Sie kommen in ein mikrowellensicheres Gefäß rein, etwas salzen, mit Frischhaltefolie zudecken und bei 600 Watt ca. 2 Minuten erhitzen. Vorsicht, heiß! Und so einfach ist das auch fertig. Zum Schluss sind die Nudeln dran. Wasser zum Kochen bringen und die Nudeln nach der Verpackungsangabe kochen. Und am Ende kräftig abtropfen. Jetzt heißt es nur noch, die Suppe in die Schüssel. Dann die Nudeln. Das Gemüse. Und die Bambussprossen. Am Ende noch den Sesam drüber streuen. Die Zutaten könnt ihr prinzipiell beliebig variieren, je nachdem, was ihr mögt.
So, jetzt wisst ihr auch, wie man ganz einfach Miso Ramen kocht. Hat's euch gefallen? Hat's euch geschmeckt? Postet einfach eure Bilder auf Instagram und taggt einfach japanisch. Ich werde die Bilder auch teilen. Ihr könnt mir auch gerne hier eine Bewertung hinterlassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Matane!